Ja, hallo zusammen, seid gegrüßt zu einer weiteren Folge von Let's Play Skyborn. Immer noch hier im, ja, wo sind wir ja eigentlich? Wir sind auf jeden Fall auf der Flucht aus dem Gefängnis heraus. Sind jetzt mit unseren beiden Liebchen Claret und Corvin unterwegs. Also Liebchen nicht in dem Sinne, dass die was miteinander haben. Aber wir verfolgen ein gemeinsames Ziel. Und wir haben es nach draußen geschafft. Und nun? Oh, da hinten habe ich schon Skyborns gesehen. Oh, muss ich mich jetzt hier rausschleichen oder worauf läuft das hinaus? Nee. Also mit Schleichen ist hier nicht. Es sei denn, ich komme jetzt hier so an denen vorbei. Ich glaube, das sollte auch das Ziel sein. Oh. Wir gehen jetzt mal hier rein. Und damit, ja, ich wollte gerade sagen, müsste ich eigentlich eine andere Ecke erreichen. Wir sind beim letzten Mal ganz gut mit den Gegnern hier zurechtgekommen. Ginger Ale! Ja, cool. Darauf hätte ich auch mal wieder Bock. Red Delicious. Ist Red Delicious irgendetwas zum Augmentieren unserer Sachen? Ich weiß das nicht. Aber wir können ja mal gucken. Das hier habe ich, glaube ich, schon. Ah, guck mal. So sieht das also aus, wenn wir schon eine Verstärkung drauf haben. Nee, Metal Ingot. Ach so. Das ist gar nichts so direkt zum Schmieden, sondern das ist auch eine. Okay, warte mal. Das ist mal interessant. Das heißt, Silken Tunic hat er jetzt. Er würde plus 20 HP bekommen. Das ist aber relativ wenig. Also da finde ich die Weapon Power schon ein bisschen interessanter. Weapon und. Nein, 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 nein. So, warte mal, dann mache ich ihm das mal auf die Waffe. Da dürfte der nämlich eigentlich noch nichts haben. Genau. Also Schilder tragen meine Leute ja momentan noch nicht. Ich gebe ihm das jetzt einfach mal. Wobei, wenn es Schilder gäbe, dann müssten sie das ja in der zweiten Hand tragen, ne? Einen separaten Schildslot gibt es hier nicht. So, dann gucken wir mal, wie wir jetzt hier weiterkommen. Drei Gegner, ich glaube, die sind relativ unspektakulär. Ich habe jetzt zwischen der Aufnahme und der letzten ein kurzes Päuschen eingelegt, deswegen bin ich jetzt schon wieder so ein bisschen raus, was die Steuerung angeht, aber auch nur ein bisschen. Nicht so wie sonst, wo ich ein paar Tage pausiere. Ich habe diesen Gedanken, glaube ich, auch in der letzten Folge gar nicht zu Ende gesprochen, aber ich will jetzt hiervon ein bisschen mehr aufnehmen, um stärker im Spiel zu sein, weil mir ist aufgefallen, dass ich in vielen Projekten, die ich blind Let's Played habe auf diesem Kanal, gerade wenn sie diesen Slot inne hatten, dass sie nur zweimal pro Woche kommen, da habe ich oft den Fehler gemacht, dass ich ganz am Anfang ein, zwei Parts aufgenommen habe und dann eine relativ lange Pause eingebaut habe und überhaupt nicht mehr klargekommen bin. Also ich weiß nicht, ob vielleicht habt ihr jemals irgendein Projekt auf diesem Kanal gesehen, wo man dann so mitbekommen hat, dass ich so in Part, ich sag mal 3 bis 5, überhaupt gar nicht zurechtkam. Und davon will ich so ein bisschen weg. So, warte mal, da haben wir auf jeden Fall einen Schalter. Der wird doch bestimmt die Zelle hier oben aufmachen. Deswegen, oh, hier sind aber noch 4 mehr Zellen. Also wir haben zwar noch nie einen Überraschungsangriff hier gelandet, aber vielleicht können die Gegner das ja. Das wäre dann irgendwie kacke. So, und eigentlich habe ich ja auch gelernt aus den letzten Folgen, dass es relativ egal ist, wenn ich viele MP verballer. Weil wir ja eigentlich ganz schnell wieder an welche rankommen. Und ich habe die Kämpfe immer noch auf normal, ne? Also wir haben auch jederzeit die Möglichkeit, die einfacher zu machen. So, sehr gut. Mit den Level-Ups geht es auch gut voran. Crystal Water ist auch für MP, Ether genauso. Meine Güte, Elixier. Ich glaube, das Elixier habe ich mir noch nie angeguckt. Restores all HP and MP of one character. Ich glaube, das war in Final Fantasy genauso mit den Elixieren, ne? Kommt das hin? Auf jeden Fall unser bisher bestes Heil-Item. Oh, Hallöchen. Bist du hier richtig oder bist du optional? Hier wird wieder alles aufgefüllt. Da wird das hier der richtige Weg sein. Oder? Für optionale Ecken werden sie nicht so einen Heilungsbummel dahin packen. Deswegen gucke ich mal, was passiert, wenn wir uns in die Richtung bewegen. Hier, diese Minen irgendwie so unfassbar cool. Da sind zwar wahrscheinlich auch immer stärkere Gegner, so habe ich bisher das Gefühl gehabt. Okay. Ich hätte jetzt schwören können, dass der Schalter mir diese Gittertür da oben aufmacht, aber nö.
So, wenn wir jetzt demnächst noch einen Amboss kriegen würden, dann wäre das natürlich cool. Dann würde ich mich da vielleicht wieder ein bisschen austoben, aber so. Da, irgendwo habe ich das schon mal gelesen. Ich glaube, das war auch bei einem Händler in Uptown. Five of Spades. 13 sollen wir davon sammeln, hatte uns irgendwer gesagt. Also, dass 13 hier in der Ecke, in der Gegend verborgen sind. Wir haben gerade mal einen. Aber gut, ich weiß auch nicht, wie groß das Gebiet hier ist. Wir können ja mal kurz gucken, was dazu hier steht. Part of the Spades Deck. Collect all 13 cards. You won't regret it. Das glaube ich dir aufs Wort. Und das hier? This item can be used to augment weapons and armor. Ah, sag doch gleich. Davon findet man aber ganz schön viel. Finde ich. So, kann ich denn irgendwie auf einen einfachen Blick erkennen, ob da schon was dran ist? Hier ist irgendwas mit Off-Strength, ne? Das ist so ein Zeichen. Hier ist plus 1, das ist auch ein Zeichen. Auf der Rivet Gun haben wir noch gar nichts drauf. Was macht das denn? Grants Magic Element. Ist eigentlich cooler als nur ein Punkt auf magischer Resistenz, oder? Die Frage ist nur, welches Element? Ich mache das jetzt einfach mal. Ist das dann immer random mit jedem Angriff? Wenn ich richtig die A-Karte habe, dann steht irgendwann so ein feuerimmuner Gegner vor mir und ich klopfe da die ganze Zeit mit Feuer rauf. Und sterbe dann, weil mein Kamerad hier kein Damage austeilen kann. Das sind so Visionen, die man sich immer vorstellen möchte, ne? Was zur Hölle hat mir jetzt dieser Hebel da gebracht? Das irritiert mich gerade ein bisschen. Warte mal. Kann ich den nochmal betätigen? Nee. Komisches Teil. Vielleicht musste man den auch betätigen, um... Warte mal, ich guck mal nochmal hier. Da bin ich wieder in der Stadt, ne? Okay, jetzt könnte es sein, dass die Gegner wieder da sind. Nee, die respawnen gar nicht. Also wenn du einmal einen Gegner umnietest, dann kommt der nie wieder, oder was? Es sei denn, du gehst wahrscheinlich auf die Weltkarte oder so, wenn es hier sowas geben sollte. Oh, könnte ich mir vorstellen, dass das dann ein Thema wird. Hi. Achso, ich dachte, der redet so schon mit mir. That's far enough, prisoners. The damned Vigilant may have freed the others, but you two aren't so lucky. Time to die. Bist du alleine? Oh shit, okay. So sehen sie also in groß aus. Ich mag den Blick von Claret total. Der hat sowas... sowas wütendes, entschlossenes. Ich weiß nicht, irgendwie finde ich die cool. So, okay. Was machen wir? Skyborn Warden. Bringt's Napalm? Wir gucken einfach mal. Ich meine, wenn er anfängt zu brennen, dann ist das, glaube ich, ganz cool für uns. So, jetzt nehme ich mal hier irgendwas. Nein. Das hier fand ich ganz gut. Wenn es denn funktioniert. Aber das hier... Ach so, nee, das hier ist auch ganz interessant. Aber ich weiß nicht, ob der zaubert. Wir probieren mal das hier. Slow. Okay, scheint funktioniert zu haben. Sehr gut. Und jetzt attacken wir mal. Da war jetzt irgendein Element drauf. Ich weiß immer noch nicht, ob das immer das gleiche ist. Scheint aber immer das gleiche zu sein. Ich muss nur sagen, ich kann noch nicht so ganz einschätzen, was das ist. Soll das Donner darstellen? Ich weiß nicht mal, welche Elemente das Spiel in Summe hier abbildet, aber ich glaube, den hier, den kriegen wir gelegt. Wir haben ja bisher auch alle Gegner mitgenommen, die unseren Weg hier gekreuzt haben, also müssten wir eigentlich auch im Rahmen gelevelt sein. Iron Gauntlets, sehr schön. Why was Neto that one a healer? Naja, gut, dass wir den Healer gar nicht gebraucht haben in dem Kampf, aber du kannst dich damit natürlich trotzdem schön rausreden, wenn es dir damit besser geht. In der Hölle. So, was haben wir denn da Schönes bekommen? Bestimmt irgendwas, was voll schwer, aber voll geil ist. Ja, nämlich genau das hier. Oh, wiegt 3. Für ihmchen eher nicht. Aber beide von meinen Leuten sind halt nicht so die Hardliner, sage ich mal, was das Gewicht und so angeht. Wie sieht's hier aus? Ja, da geht die Agilität weiter runter. Nee, das möchte ich nicht. Ich hoffe, dass sie durch Level-Ups eventuell dann auch mehr tragen können.
Das habe ich bisher noch nicht so beobachtet. Ich kann ja mal kurz schauen, mal gucken, ob ich es mir gemerkt kriege. Sie hat jetzt zum Beispiel 7,7. Wir können ja mal gucken, ob der Wert von 7 irgendwann mal nach oben geht. Und bei ihm, der hat auch 7. Der hat aber eigentlich auch noch ganz schön Luft, ne? Warte mal, ich glaube, ich werde das durchaus mal... Obwohl, nee. Der, ganz ehrlich, der ist doch nie kurz vorm Verrecken gewesen. Ich lasse das jetzt alles so. Solange wir hier gut durchkommen, brauche ich nichts zu befürchten. Ja, diesen Brückenweg hier, den habe ich gesehen. Und ihr hoffentlich auch, als wir beim letzten Mal hier durch die Stadt gelaufen sind. Das ist aber ganz schön verwinkelt hier, Junge, Junge. Red Spectres Hideout. Wir sind am Ziel. Und alle in Sicherheit. Sehr schön. Half-Breeds, I'm here to offer you refuge from your Skyborn oppressors. Hundreds of mixed-blood people have been taken by the Skyborn, never to be seen again. They spread the propaganda, making you into monsters in the public eye. Nimm mal deine komische Kapuze runter, ich will dir ins Gesicht gucken. Half-Breeds may be the worst of the Skyborn's victims, but you are not alone. Humans, too. Must chafe under the burden of Skyborn rule. There are those among us, humans and half-breeds both, who have decided to rise up against them. Da bin ich voll dabei. We've built our headquarters here in this very city. We welcome all who have suffered under this regime. Let this rebellion be your refuge. If you so choose, I will lead you there. Heißt das nicht, if you choose so? Ich stolpere hier immer wieder über den Satzbau, aber vielleicht bin ich auch nur zu schlecht mit meinem Englisch. Thank you. Ah, this is going to be easier than I thought. Inwiefern? Achso, du meinst, an seine Identität ranzukommen? Ja, klar. Also sie hat ja nur die Rettung ihres Bruders jetzt im Sinn. Kann ich auch verstehen. I can hardly believe it. What a welcome change. Ja, die können jetzt natürlich alle Hoffnung schöpfen. This is what we've all been waiting for. A chance to give them the bloody lip. Ja, der denkt auch die ganze Zeit nur ans Kloppen, oder? Aber auch dem kann ich das nicht verübeln. Hope this isn't yet another half-baked plot against our fearless leaders. Wird sich zeigen, aber interessant, was eine Person hier so aufbauen kann. Oder ist der Teil eines Clans? Fängt der hier gerade bei Null an mit uns oder hat er schon Leute hinter sich? Rebel... Ach so, hier. Hier sind sie. Ja, ja. Rebel Kommando. We've survived by hiding and running and we've gotten very good at both. Ja, das glaube ich. Das glaube ich euch zu gut. So, und du so? Does this mean I don't have to be afraid of getting my wings? Nein, brauchst du nicht. Das solltest du auch nicht. Es ist traurig, dass sie überhaupt sich fürchten müssen, deswegen. The Red Spectre is a hero. Ja, die Kinder haben dafür offenbar ein besseres Gespür als die Erwachsenen in der Stadt, ne? Oder die Erwachsenen finden den auch cool, aber dürfen das nur nicht aussprechen, weil sie sonst Ärger mit den Skyborns kriegen, ich weiß es nicht. Come to join our cause. Ja, aber das will ich nicht mit dir überreden. We're hybrid espionage and special forces working for the Red Spectre. Usually former military or police as commandos. Okay. Ja, soviel zu der Frage, ob er hier noch Leute um sich schon geschart hat. So, are you going to get caught up in this rebellion then? Seems like an offer I would be a fool to pass up. Ja, so sehe ich das auch. Viele Alternativen haben wir nicht. Claret, it's fortunate you're here. You know me? Let's just say we have a mutual friend. I understand you have an airship docked here in Uptown. Oh Gott, also wenn die als gemeinsamen Freund ihren Bruder haben, dann wird die Situation ja nur noch verworrener. Ich hoffe, dass die sich irgendwann mögen, einen Plan schmieden, um Jack zu befreien. Oder heißt der Jake? Der hieß Jake, oder? Und dass dann alles ein gutes Ende nimmt. Ja, vielleicht gibt es ja auch mehrere Endings, ich weiß es nicht. Yes. Would you consider joining the Resistance? I normally don't recruit so suddenly, but given your history, I wonder if you might be open to the idea. My history? What? The one tiny run-in with the law? Still, if this can help free Jake, I'm interested. Ja, komm, machen wir mit. Tell me a little more about this Resistance first. At the moment, we're not very large.
Mainly half-breeds that we've freed from imprisonment and sympathetic humans. We're short on everything from manpower to gear, but we're growing, slowly but surely. Eventually, we will kick those winged bastards right out of this city. I don't know how anyone can stand by and watch what they do to half-breeds. Innocent people grabbed out of their homes or right off the streets to be tested for magical abilities. Do you know what their test is? No. Torture. Na, das überrascht mich jetzt aber nicht. They literally torture half-breeds to see if they can make them snap and lash out with magic. The ones that don't are set free for a while if they survive the process. That's horrible. Ja, richtige Versuchskaninchen. Aber dass sie Ärsche sind, das hat sich schon ziemlich früh abgezeichnet, finde ich. I didn't realize. I have to do this anyway. Okay, sign me up. Excellent. Goodness, that does make things easier. Fragt sich nur für wen. Flying down to the city slums tonight will get us back to base much faster. And we won't have to worry about sneaking all these people through town without arousing suspicion. Come, let's clear the way for these folks. Okay, wow. Also was hier gerade innerhalb der letzten 24 Stunden passiert ist, das, ja, wird wahrscheinlich sonst in seinem Leben hier keiner durchlaufen haben. Geht's dir gut, Kumpel? Okay, der wiederholt sich. Und bei euch? Ja, okay, die sind auch immer noch geflasht. Verständlich. Was ist jetzt hier? Achso, hier kann ich ihm jetzt folgen. Warte mal. Okay, ich komme da auch gar nicht weiter. Okay, alles klar. Ich dachte jetzt, ich habe auf ewig verkackt und darf wieder den ganzen Weg laufen. Nachdem sie mich in die nächste Zelle geschmissen haben, aber nö. Jetzt sind wir nochmal mit einem blauen Auge davon gekommen. I'll stay ahead and make sure you remain undetected. Just make sure you don't make any noise by rushing too fast. The dogs are at the southeast corner of town. Ja, ich weiß, da sind wir ja drüber hergekommen. Directional genius. Pardon me? Nothing. Ah. Okay, also... Was? Rennen kann ich sowieso nicht. Was war denn das da gerade für ein komischer Flash? Killt ja hier schon wieder irgendwelche Leute. Kann ich hier hinterher? Nö. Ah, okay, der erledigt die. Das ist so ein kleiner Hobby-Assassin. Wie es aussieht. So, ich folge dir mal hier ganz langsam. Ich glaube, bisher habe ich nichts falsch gemacht, oder? Aber der macht es einem auch nicht so schwer. Shh, big group of them up ahead. I can't take them head on. Head through the weapon shop and meet me on the other side. Okay, okay, okay. Ich hab's verstanden. Warum ist denn hier nicht abgeschlossen? Normalerweise sind doch hier alle Gebäude nachts abgeschlossen, habe ich gelernt. Und gesehen. Der hat das... Der hat ein Level-Up. Da muss ich jetzt leider hin. Sorry, Kumpel, egal was du vorhast, aber so viel Zeit muss sein. So, haben wir sonst noch was? Das ist aber krass. Beim letzten Mal, als ich hier war, gab's hier definitiv nichts zu sammeln. Bezweifle ich gerade schon wieder total an meinem Verstand. So, und nun? So far, so good. Follow me down this ladder and jump the canal. Once you're across, we're home free. Unless you fall in the water, I suppose. Na, das wird ja wohl hoffentlich nicht passieren. Ja. Jawohl! Jetzt kann ich auch wieder rennen. Das Spiel ist ja so gnädig und lässt uns hier nicht ins Wasser plumpsen. Ob wir jetzt erstmal ein temporäres Happy End haben werden? All the half-breeds are secured, Mr. Spectre. Ach so, oh, das war der gar nicht, sorry. Capital, we're off then. Na, was für ein Glück. Who are there, Red? Are you sure you can fly this thing? This thing? Zounds! Have faith in this humble pilot. Hold on tight. Nicht, dass das am Ende Sullivan ist, aber ist das überhaupt möglich? Ist das? Ich wette, das ist Sullivan. Der kann, glaube ich, unter seiner wahren Identität wird er sich einfach nur nicht für diese Ziele hergeben können. Weil wie wahrscheinlich ist es denn bitte? Wir haben doch am Anfang des Spiels noch gehört, dass es echt wenige Leute gibt, die Luftschiffe besitzen oder gar steuern können. Und wenn er das steuern kann, muss er ja eins besessen oder mal besessen haben. Alright, we have to go on foot from here.
This is the slums, and it can get a bit seedy, so watch yourself. Alrighty then. Da bin ich echt gespannt. Young lady, I owe you an apology. And an explanation, I think. Oh ja, das tust du. Damn right you do. Sullivan. Ja. Ja. Das war so klar. Ich wäre vorher nie auf die Idee gekommen, aber in dem Moment, wo er einfach so das Luftschiff steuern konnte, da war das irgendwie klar. You knew it, it was me. You knew it was me, huh? I can't decide if I'm good or you're just really bad. I truly am sorry for getting you into this mess. When you flew off with my ship, we were right in the middle of a smuggling operation. I had to improvise. Well, that's your fault for coming up with that stupid plan with Jake. Der hieß doch Jake und nicht Jake. It was all his idea, you know. If we'd known you would join the resistance, we could have avoided the entire thing, huh? Und was ist jetzt mit seiner Rettung? Okay, so maybe it's not ideal, but I'm glad you're here anyway. Just wait until you see our operation. Come on, huh? Show you the way. Alles klar, I'm not going to feel at all bad about turning him over to the Skyborn. Mal gucken, am besten, wir kommen alle nicht in Berührung mit denen. Hey, ich hab vergessen, wie du heißt. Irgendwas mit C. Irgendwas, was süß klang. Und du klingst auch süß, aber ich weiß deinen Namen trotzdem nicht. So, wo gehen wir jetzt hin? Das ist auch das erste Mal, dass wir uns hier ein bisschen umschauen können, ne? So, kann man hier irgendwas mitnehmen? Ich meine, wir haben jetzt noch unsere ganzen Rebellen hier mit an Bord. Ich dachte, hier wäre jetzt vielleicht jemand, der uns was verkaufen kann oder so. Ah, hier ist so ein Erholungsspot. Oh, die Betten sind aber schön. Ich nehme das hier. Nicht, weil es rot ist, sondern weil es an der Wand ist. Ja, okay, und ein bisschen, weil es rot ist. So, hoch oder runter, hoch oder runter. Gehen wir mal erstmal runter. Nein, ich glaube, das war richtig. Nee, war es nicht. Ach nee, warte mal. Hier müssen wir jetzt hin. Wir sind jetzt bei den Slums. Und hier hoch kann ich gar nicht. Okay, dann hat sich das mit der Auswahl erstmal erübrigt. So, jetzt bin ich mal gespannt. Zeig mal erstmal hier. Zum ersten Mal sind wir zu dritt unterwegs. Okay. Haben wir zwischenzeitlich irgendwas gefunden, was für ihn besser ist? Also wenn ich da so nach unten schaue, dann meine ich eher nicht. Aber das hier wäre eine Überlegung wert. Der trägt aber schon so viel Iron-Scheiß. Warte mal, zeig mal bitte kurz seinen Status. Warum? Der hat eigentlich noch voll viel Luft. 18, 10. Warte mal. Warum geht denn trotzdem seine Dings dann runter? Seine Agilität. Das finde ich ja nicht so cool, aber eigentlich ist das schon besser für ihn. Ja, komm, dann kriegt er das jetzt trotzdem. Kacken wir halt drauf, dass da ein bisschen was runter geht im Gegenzug. Sollte ich sonst noch irgendwas machen? Ich habe jetzt natürlich die ganzen Verbesserungen den anderen Zweien gegeben. Aber wir werden mit Sicherheit hier noch mehr davon finden. So, was ist denn das hier für eine komische Ecke? Wir sind hier wahrscheinlich noch in der Landeecke oder so. Sag mal, gibt es hier irgendwo eine Karte oder sowas? Das habe ich ja bisher noch gar nicht geprüft. Ich würde jetzt spontan meinen, nicht. So, die Musik ist irgendwie mega creepy und extrem bedrohlich, aber die trägt sowieso massiv zur Stimmung bei, finde ich, von Anfang an. Airport Administrator. Yes, yes, not responsible for stolen goods, bla bla. Okay, du willst uns auch nicht irgendwie aufhalten oder so? Nö. Soll mir recht sein. Port District. Wow, this place is... is it even safe to breathe here? It's not all bad. Most of these folks are just trying to scrape out a living. Our headquarters is just east of here, but we have to work our way through town to get there. Die armen Leute hier. Wie er schon sagt, die versuchen ja einfach nur zu leben, zu überleben und irgendwie klarzukommen. Ah, so, und wer bist du? Grandmaster Guard.
Welcome to the beautiful and luxury sport district where dreams take wing. Just some advice, you might want to keep your coin purse under close watch. Keine Ironie kannst du dir sonst wohin schieben. Also nach Lachen ist mir gerade hier nicht zumute. Oh, guck mal die... Guck mal das Kind da rechts. Okay, krass. So, warte mal. Ja, na super. Kaputte Brücken. Dass wir da nicht einfach rüberspazieren können, ist klar. Und oben leben sie in Saus und Braus, ne? Ja, ist halt ein Abbild unserer Realität. Auf eine Stadt runtergebrochen, ne? So deutlich sieht man das in vielen Städten ja nicht. Es sei denn, man guckt ein bisschen genauer hin. Grand Minster Guard. Smoke's pretty thick down here, eh? Never used to be this bad, but the Skyborn Dominion's huge 5th Legion Fortress traps in the air. That and we're surrounded by cliffs. So all the pollution from the industrial districts end up right here. Ah, super. Also ich meine, in Deutschland ist das nicht so krass, wie man das aus anderen Ländern kennt. Aber es gibt einem schon immer so ein bisschen zu denken. Also auch wenn ich nicht mehr die Jüngste bin und schon viel in der Welt rumgereist bin und viel schon gesehen habe, freiwillig und unfreiwillig, kann ich mich daran immer noch nicht gewöhnen und es macht mich immer noch wütend. So, warte mal, was kann ich denn... Ich peile hier irgendwie nicht, wo ich langlaufen kann. Also eigentlich schon, aber ich habe trotzdem Angst, hier irgendwas auszulassen. Thomas, Mom says I get too dirty playing, but I can't help it. Naja, wenn du noch spielen willst und es hier draußen kannst, dann würde ich sagen, ignoriere deine Mami und mach einfach. Lotti, I have to do laundry every day. What with this smog? Na, fraglich, ne, ob sich das überhaupt noch lohnt bei all dem Dreck, der hier rumschwirrt morgen. Look at those two blokes, Sid and Freddy. Ain't an honest hair on their heads. Always trying to make a name for themselves by pushing around the beggars. Wer sind die denn? Edith. Spare a coin for the downtrodden, my lady. Ja. Bless your heart, dear. Wie viel Geld habe ich denn überhaupt? 214. Kriegt man hier irgendwas? Ich gebe mal noch dreimal was. Ist jetzt vielleicht mega die Geldverschwendung, aber manchmal hast du das ja in Spielen. Nee, aber was soll sie mir denn geben? Kann ja sein, dass sie irgendwie so einen Stein ausgebuddelt hat, mit dem sie nichts anfangen kann und sich so denkt, oh, total wertlos. Und dann können wir damit voll den Mega-Zauber casten oder so. Boah, ich weiß schon wieder gar nicht, wie ich hier langlaufen soll. Die Städte sind hier echt groß. Ich mag das, nur ich bin mit meiner Vorgehensweise ein bisschen unzufrieden. Das hier sind die beiden Rabauken, die immer Ärger machen, ne? Ja, bugger off. So voll klischee-mäßig mit Punk-Haaren, als ob alle Punks so die schlimmsten wären. Keep moving if you know what's best for you. Mhm, und was ist, wenn ich hier stehen bleibe? Und ich eine Stunde lang anstarre, gibst du mir dann aufs Maul? Darf ich dann zurückhauen? So, ich habe keine Ahnung, Leute, ob das sinnvoll ist, wie ich diesen Ort hier absuche. Aber er meinte ja, dass unser Ziel ganz im Osten wäre. Aber wie komme ich denn da hin? Da oben bei dem Feuer, da war ich noch gar nicht. Ich bin mir gerade etwas unschlüssig, aber wir gehen hier erstmal weiter. Es gab auch im Südwesten noch eine Ecke, die ich nicht ganz abgesucht habe. Oh oh. Ich kann mich nicht bewegen. The fancy clothes will look good on me. Oh nein, zwingt mich doch nicht dazu. Ihr seht aber auch gar nicht so scheiße aus. Also scheiße im Sinne von, ihr habt nichts, na wobei. Der Umhang, der gibt dem irgendwie sowas Mächtiges, obwohl sie wahrscheinlich gar nicht mächtig sind. Aber die können ganz schön was aushalten. Also schlecht ist das nicht, was die hier können. So, warte mal. Ich glaube, ich werde jetzt hier mal ein paar Zauber auspacken. Das ist ja spannend hier. So, einmal eine Runde Napalm. Hab mir sagen lassen, das mögt ihr nicht so. Ich gehe jetzt extra auf den, weil der andere fast tot ist. Den schafft Corwin nämlich. Corwin. Ich weiß nicht, warum ich mich hier so schwer damit tue, mir die Namen zu merken. Komischerweise geht das bei Sullivan immer ohne Probleme. Aber Claret und Corwin? Das ist ein bisschen schwerer. Ja, ich wollte euch nicht töten. Sorry. Ich bin eigentlich nicht hergekommen, Massaker anzurichten, aber wenn ihr so scheiße seid... Nate. We're eating good tonight, roast seagull.
Ja, wenn ihr nichts anderes habt, warum kann ich dir nichts abgeben? Orpha. Yes, the same thing we have every night. Guck mal, und da laufen sie auf der anderen Seite rum. Oh, es ist alles echt traurig. Ich will den Leuten hier helfen. Oh. Ja, ich will denen helfen, dabei helfen die mir, indem sie hier so ein Level-Up hinpacken. Super. So, ich blicke immer noch nicht so ganz durch, was den Aufbau der Stadt angeht. Ist hier unten mal wenigstens Sackgasse? Nee. Da ist aber... Da ist eine Kiste. Ich wollte gerade sagen, das ist aber ein Schiff, aber da ist in erster Linie auch eine Kiste. Mit einer weiteren Karte, Nummer 2 von 13. Ich hätte bestimmt eh schon irgendwo irgendwas ausgelassen haben. Aber die befinden sich alle in Kisten, kann das sein? Haben wir dazu nicht mal irgendwie eine Info bekommen? Ich bin mir nicht mehr sicher. Ganz am Anfang, als uns die Kisten erklärt wurden, da hieß es, dass in den roten immer irgendwie was Gutes drin ist. So, was habt ihr denn hier Schönes oder auch Unschönes? Ja. G-Blast 2. Hm. Toll, dass ich da überall schon die ganzen guten Verbesserungen reingeknallt habe. Was ist das denn hier? Stiletto? Ja, Sullivan würde das aber jetzt keine Verbesserung bringen, oder doch? Was ich hier ein bisschen komisch finde, ist, dass wir rechts nicht angezeigt bekommen. Guck mal, ich sehe jetzt hier zum Beispiel HP plus 0. Und das da unten, sind das plus 21, die noch oben drauf kommen für Sullivan? Könnte er eigentlich hinkommen, oder? Obwohl, nee. Ich bin mir nicht so ganz sicher, wie ich das hier deuten soll. Weil hier zum Beispiel, ne? Steel Auto Riveter oder so. Das hat plus 44. Auf ihren aktuellen... Also, oder verglichen mit ihren aktuellen Werten oder was. Aber warum ist da unten manchmal was grün? Ich bin mir noch nicht ganz sicher. Wir gehen jetzt hier erstmal raus, weil ich hier mal gerne vergleichen möchte. So, also ich neige immer dazu, ganz gerne direkt zum teuersten rüber zu springen. Das teuerste liegt hier bei 69. Boah, das ist aber auch scheiße teuer, ne? Scheiße schwer. Also teuer ist es auch, aber in erster Linie auch schwer. Warte mal, gibt es hier irgendwas, was noch mehr kostet? Ja. Nämlich genau diese Geschichte hier. Plus 44. So, wisst ihr was? Ich werde das jetzt einfach kaufen. Genau. So, und dann einmal raus. Und dann vergleiche ich jetzt einfach mal. Sie hat jetzt nämlich... Stärke 59. Und wenn ich ihr jetzt eine andere Waffe equippe... Oh, scheiße, welche ist denn besser von den beiden? Physical. Ach, und hier kann ich das ja auch anlegen. Ja, guck mal, da unten steht's ja. Die Intelligenz geht dann aber runter. Es sei denn... Nee, wenn ich das auf diesen Slot packe, dann auch. Ich weiß nicht, welche von den beiden besser ist. Warte mal. 59, 46. Hier geht das auf 73, 38. Und hier auch. Ja, also macht das keinen Unterschied, welche ich austausche? Ich glaube, ich werde jetzt... Physical Damage Two-Handed Hits All Enemies. Ach, okay, ich verstehe. Das wird, ja, okay. Das erklärt jetzt auch gerade meine Verwirrung, weil dadurch, dass die Statuswerte um den gleichen Wert nach oben und nach unten gingen, das hätte bedeuten müssen, dass beide Waffen, die sie angelegt hat, die gleichen Werte mitbringen. Und das hätte irgendwie keinen Sinn ergeben. Gut, das heißt, sie hat jetzt eine so eine Zweihänderwaffe. Und wenn ich das hier wieder mache, alles klar. Ja, vielleicht sollte ich mir auch mal die Texte da oben durchlesen. Deswegen war das Ding wahrscheinlich auch so teuer. So, und wenn ich jetzt noch etwas kaufe, dann will ich das in die Defensive stecken und dann machen wir das ruhig auf diesem Wege. Alter Vater, guck mal, was für ein Boost das für Corvin bedeuten würde. Der kriegt das aber trotzdem nicht, weil das zu schwer ist. So, ich muss jetzt nochmal gucken. Equip, wenn ich das jetzt zum Beispiel Sullivan gebe... Diesen Kyras, dann hat er hier nur Vorteile dadurch. Okay, warte mal. Und wenn ich das
jetzt Claret gebe? Wie sieht's denn hier? Ach nee, sie hat das aber schon verbessert. Ja. Nee, dann soll sie das nicht bekommen, sondern ihr Agilitätsgedöns hier beibehalten. Und dann gucken wir, dass wir Sullivan entsprechend verstärken. Genau. Und sobald ich mein nächstes Augment bekomme, dann wird er das, glaube ich, bevorzugt kriegen. Und weil ich hoffe, dass wir so einen Laden noch finden, werde ich jetzt meine restliche Knete erstmal beibehalten. So, was haben wir hier? Bart. You think if I keep swimming south, I can escape this dump? Nein, Mäuschen, probier's gar nicht erst. Da wirst du elendigst verrecken und ich glaube, das möchtest du nicht. Ich hoffe, dass du es nicht möchtest. Weiß gar nicht, was man solchen Leuten mit auf den Weg geben soll, denen es so scheiße geht. Was? Corwin ist now Level 9. Warum stand denn das gerade so weit unten in der Textbox? Ich glaube, ich habe da gerade irgendwas weggedrückt oder so. Kein Plan. So, was ist hier los? Nicht viel. Aber hier in der Ecke war ich noch nicht. Ich glaube, das hier könnte sogar unser Versteck sein. So, gucken wir mal erstmal hier. I need 200 gold so I can afford a ticket back home. Bingle, ich habe leider kein Geld mehr. Happy day. Was? All right, the ticket home. Yes, I get right on that. Hehe. Ich hatte doch gar nicht. Der hat mir mein ganzes Geld weggenommen. Also, das wäre okay. Ich hätte die 200 wahrscheinlich auch bezahlt. Aber ich hatte keine 200. Ich habe doch nur 69 oder so drin gehabt. Will das Spiel mich gerade veräppeln? We're almost there. Our base is just up the road. Ach, da! Jetzt verstehe ich auch, was er damit meinte, dass wir die ganze Stadt einmal umlaufen müssen. Ja, was ist denn hier? Grandminster Guard. Sorry, Miss. These mines are closed for a bit. For your own safety, of course. Ja, natürlich, natürlich. Ich bin dir so dankbar, dass du mich nicht passieren lässt. Weil du dich so um meine Sicherheit sorgst. Wird wahrscheinlich auch den beschissensten Job, den man hier haben kann, oder? So, warte mal. Dann lass uns doch mal hier gucken, bevor ich jetzt zum Zielort gehe. Ach, hier waren wir schon. Hier waren wir schon. Und was ist hier drin? Hier war ich auch schon. Alles klar, ich erinnere mich. Das erinnert mich so ein bisschen hier an den Schuppen in Harvest Moon. So wie der so von innen heraus aussieht. Aber hier unten links gab es noch eine Ecke. Genau, hier ist glaube ich auch eine Taverne. Da waren wir nämlich noch nicht. Hatten wir schon das Vergnügen? Smog's pretty thick down here, eh? Never used to be this bad, but the Skyborn Dominion's huge 5th Legion Fortress traps in the air. Dead. Ja, das hier kennen wir schon. Ja, das kennen wir schon, sorry. Hatte ich gerade nicht mehr so auf dem Schirm. So, hey Matros, Robert. We're traders from the Western Kingdoms. Ever since the Skyborn Dominion took over here, the rest of human civilization has pretty much isolated itself. But I wonder how long that will last, with the Dominion's ambitions growing by the minute. Ja, die werden hier alle größenwahnsinnig, beziehungsweise sind es schon. Ich hoffe, dass wir das ja irgendwie unterbinden können. Roy! Hardly anyone trades with this city these days, due to the Skyborn Dominion putting such heavy restrictions on any traffic in and out of the city. But that's why, when we do manage to get here, we make a killing. Okay. Gut, also die Wirtschaft scheint auch drunter zu leiden. Was haben die denn überhaupt für einen Kumpel? Mach dich nicht unbeliebt, vielen Dank. Ich dachte, der lässt mich da jetzt nicht durch. Ich würde gerne noch mehr von diesen Karten finden. Oh. Also ich glaube, hier werde ich erstmal nichts benötigen. Davon haben wir nämlich auch ein bisschen was gefunden teilweise. Ja, hier wird es interessant. Oh Gott, wir haben kein Geld. Es ist so schade. Guck mal, 25-prozentige Konterchance. Oh, das ist so bitter. Ich kann aber auch ein bisschen was verkaufen, ne? Warte mal, das sollten wir doch vielleicht mal in Erwägung ziehen. Ich sehe hier leider nicht, das nervt mich so ein bisschen. Doch, hier sehe ich's. Ob es die Leute stärker oder schwächer macht. Diese Rivet Gun, ich werde die verkaufen. Rivet Gun of Magic, die gibt mir so wenig Geld.
Obwohl ich da so eine Magic noch reingehauen habe? Ha. Okay, also Sullivan wird hiervon schlechter. Das hier nützt auch keinem was. Das hier plus minus null. Ich weiß nicht, was für ein Wert da verglichen wird. Ist das jetzt der Abwehrwert? Der HP-Wert? Keine Ahnung, aber wenn sie das nicht tragen, dann werde ich wahrscheinlich irgendeinen Grund gehabt haben, denen das nicht anzulegen. Ich bin jetzt mal so frei und verkaufe alles, von dem ich das Gefühl habe, dass es mir nicht nützt. Boah, für Iron Ore kriegt man aber auch gut Geld. Hierfür hingegen sehr wenig. Schade eigentlich. Also ganz ehrlich, so geil finde ich das jetzt nicht, ne? Was kriegt man hierfür? Boah, ich bin kurz davor. Oh, alter Vater, 300. Oh, das könnte ich alles wahnsinnig gut gebrauchen, ne? Hm, das ist schwer. Das ist fies. Zeig mal, was ihr hier Schönes habt. Auch wenn mir das wahrscheinlich gleich in der Seele wehtun wird. Ja, ein bisschen. Aber guck mal, ein bisschen was kann ich mir ja auch leisten. 50% Weapon Power. Ich komme immer noch nicht drauf klar. Das klingt mir eigentlich viel zu gut, um wahr zu sein. Chance to Blind Enemy. Aber unser Kloppy Nummer 1, der Sullivan, der hat doch eigentlich schon was drauf. Ja, der hat schon so ein Strength-Ding. Warte, ich bin im falschen Menü. Das müsste ich ihm dann halt überschreiben und dann wäre das irgendwie alles voll sinnlos so. Warte mal, Sullivan. Destroy, nee. Ah, ich weiß nicht, aber hatte ich mit dem Augment nicht auch einen coolen Vorteil, wenn ich das in eine Rüstung einarbeite? Armor, nee. Mm-mm. 50 HP sind mir nicht so viel wert wie 50% Weapon Power. Ah, oh, ich weiß nicht. Ich weiß auch nicht, was Tech Element ist. Also was mir das halt bringt, ob es mir was bringt. Boah, ich glaube, ich behalte erstmal mein Geld und mache gar nichts. Renminster immer noch Guard. A baby-faced girl like you should stay down here. By the dogs. The shanty town can get pretty rough. Bisher komme ich eigentlich ganz gut zurecht. Die meisten Leute sind sehr nett. Wenn auch todunglücklich, aber nett. Und die ein oder andere gute Tat konnten wir auch schon vollziehen. Ich frage mich, ob das jetzt mit dem Jungen hingehauen hat. Hat das mit dem Geld jetzt gereicht? Weil der klang so zufrieden, also der die 200 Ocken haben wollte. Cephas. I wouldn't mind the work down here, if it weren't for all the bleeding seagulls. Oh, kann ich verstehen. Das würde mir auch das Herz zerreißen. So, gehen wir mal hier gucken. Gibt's hier noch Bier? Oh, da ist ein Pirate, wie es aussieht. Horace. Them Skyborns are taking everything for themselves these days. They already seized all the obsidian metal they can find. Can't buy the black stuff anywhere, gotta mine it fresh. Ja, wir hatten bisher noch nicht das Glück, Obsidian zu finden, aber kommt hoffentlich noch. Vern. A little less. Been on the high seas for a while and you're the first pretty thing I've seen. Would you say, how about a kiss? Ja, bitte, ey. Warum muss ich gerade an Wendy und Stan aus South Park denken? Ich kann es mir nicht erklären. Captain Dunbar. Der Name kommt mir sehr bekannt vor. Ich krieg den Kontext aber nicht mehr hin. Fox be flying around everywhere these days. May I be a salty old sea salt for the rest of me salty days. Okay, ich dachte, der schießt sich vielleicht an. Das wäre cool gewesen. Nope. Obwohl, das ist gar nicht so teuer. Ja, aber ganz ehrlich, ey, das mit diesem MP automatisch auffüllen, das legitimiert einfach mal so überhaupt gar keine Übernachtungskosten hier. So, was können wir denn hier einkaufen? Ach so. Ach, guck mal, Ginger Ale haben wir irgendwann gefunden. 50%. Ja, nö, erstmal nicht. Dankeschön. Ich dachte, das vielleicht ein paar Gerüchte zu erzählen, wie man das halt oft aus so Bars entnimmt. Komme ich da hinten irgendwie noch rein? Nö. So, haben wir dann jetzt hier unten auch alles? I'm not sure. Aber ich würde fast sagen, ja. Waren wir hier schon? Ja.
Da unten bin ich schon lang gelaufen. Glaube ich. Ich will nichts auslassen, weil ich die Dialoge sehr, sehr cool finde. Ich muss sagen, die Story, die finde ich auch sehr, sehr packend. Weil du bist direkt im Geschehen gewesen, aber die ist auch nicht kompliziert. Also nicht so kompliziert wie in manch anderem Spiel. Die hatte auch nicht diese langatmige Einstiegsphase, wo erstmal 10 Jahre erklärt wird, wer wer ist und was es hiermit auf sich hat. Achso, warte mal, hier bin ich schon auf dem richtigen Weg. Oh, cool. Hi, Wilkins. Life's good. Look at these clouds, man. Ich kann leider die Kamera nicht hochreißen, aber ich kann mir vorstellen, wie das aus deiner Perspektive aussehen muss. Ich glaube, der meint auch nicht die Wolken im schönen blauen, sonnigen Himmel, sondern eher die in diesem ganzen Dunst hier. Etty. Stay away, stay away. These rocks are mine. Hey, 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 ganz ruhig, Etty Buletti. Ich hab nicht vor dir, hier irgendwas zu klauen. Ich sehe gerade, dass der Part schon ewig andauert. Leute, was geht ab? Wie schnell ist die Zeit bitte vergangen? Was zur Hölle? Gut, ihr Lieben, wir werden dann beim nächsten Mal hier unsere Reise fortsetzen. Da oben kamen wir ja nicht rein. Ich hoffe, dass ich hier alles abgesucht habe. Und vielen Dank wie immer fürs Einschalten. Und bis hoffentlich zum nächsten Mal. Macht's gut, ihr Lieben. Und bis dann. Ciao.